Mit dem Begriff Box ist meist das Feld von der T-Linie bis zur vorderen Aufschlaglinie gemeint. Dieser Feldabschnitt ohne das Vorder- und Hinterfeld ist vor allem aus taktischen Gründen sehr, sehr interessant für mehrere Spielformen. Ein sehr gutes Beispiel hier ist auch das Einzel in der Box, also ein Einzel ohne Vorder- und Hinterfeld. Ein zunächst einmal simpel erscheinendes Spiel, das aber wirklich zahlreiche taktische Facetten beinhaltet. Wegen des sehr kurzen Feldes ist vor allem im Vorderfeld viel Geduld gefragt. Bei Bällen ins Hinterfeld ist vor allem eine gute Höhe gefragt. Zu flache Bälle können vom Gegner leicht abgefangen und sofort verwertet werden. Zu viel Zeit sollte man ihm wegen der Begrenzung durch die vordere Aufschlaglinie aber auch nicht geben. Viele kleine, kurze, explosive Laufwege und Sprünge, aber auch Drive-Duelle, die häufig entstehen, machen das Spiel vor allem auch für Doppelspieler sehr interessant.